Guten Morgen! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und auch zu unserem neuen EWMU. Es ist ein ganz besonderer Tag heute. Ich traue mich gar nicht, das auszusprechen. Und ich habe so trockene Lippen, entschuldigt bitte. Und meine Brille ist dreckig, also no hate, ja? Es ist so ein besonderer Tag heute. Wisst ihr warum? Wir haben nämlich soeben unseren Flug gebucht. Nein, nein, nein. Wir fliegen morgen früh um 9 Uhr. Heute ist Samstag. Morgen ist Sonntag. Morgen 9 Uhr fliegen wir mega spontan nach Mexiko. Ist das krass? Also wir haben eine Woche lang recherchiert und es hat ewig gedauert. Ich sag euch, diese spontane Reise ist nichts für mein Herz. Ich hatte schlaflose Nächte. Es hat natürlich an einigen Ecken gehangen und wir mussten auf Feedback warten. Deswegen halt so spät. Aber normalerweise sind wir ja voll die Frühbucher. Naja, nicht so Frühbucher, aber wir planen schon in Ruhe und so. Vor allem André. Ich bin da ja... Ich zieh mal diese dreckige Brille aus. Ich bin da ja nicht so, ne? Also... Ich sitze jetzt hier im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt, und ich werde mir jetzt noch die letzten Besorgungen reinziehen. Ich gehe jetzt erstmal zur Apotheke und hole das Nötigste, was wir nicht mehr haben. Und danach, ja, ihr werdet es da sehen. Ich nehme euch einfach mal mit. So, jetzt habe ich den letzten Kram hier für die Apotheke besorgt, gerade eingepackt, und jetzt geht es zu einem Sneaker-Store hier in Berlin. Das ist der einzige und erste Kindersneaker-Store. Ich kenne den Besitzer, wir haben uns mal kennengelernt. Und er hat echt ganz nice Sneaker da. Und nicht nur eine große Auswahl, sondern auch richtig, richtig gute Schuhe für die Kinder. Der hat auch ein Kind und achtet natürlich auch darauf, dass die Schuhe für die Kinder passen. Dass das einfach Schuhe sind, die an den Kinderfüßen gut passen. Ja, und auch richtig von der Sohle sind. Ihr wisst ja, harte Sohlen sind für Kinder nicht so geil. Ja, jedenfalls habe ich mir gedacht, ich hole mir heute hier seine kleinen Badesandalen. Ich hatte welche bestellt und die waren viel, viel zu groß. Und ich dachte mir, ich gucke mir jetzt mal die Sachen hier an, was natürlich besser ist. Und guckt euch mal bitte dieses Regal an. Guckt mal, die sind doch Zucker, oder? Oder New Balance, also eine richtig krasse Auswahl. Die hat man ja sonst so nicht. Den hatten wir ja auch, aber Noah ist ja jetzt rausgewachsen. Aber wir brauchen hier eh eine Sandale, ne? Wir sind zurück. Ich weiß nicht, was ich jetzt alles eingekauft habe, aber es ist irgendwie viel zu viel. André ist gerade Noah abholen gegangen und ich habe jetzt noch schnell ein paar Sachen zusammengesucht. Unter anderem, das ist mir positiv aufgefallen, sowas hier zum Zusammenstecken kostet 15 Euro. Also wir hatten natürlich jetzt keine Vorbereitungszeit. Das hatte ich mir alles online bestellt. Das habe ich bei Toys R Us. Unglaublich, dieser Laden. Also ich finde den ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber ja, gut, Geschmackssache, ne? Aber das fand ich richtig gut. Also ich bin gespannt, ob das als Ablenkungsmanöver im Flugzeug hilft. Und jetzt werde ich erstmal packen. Achso, guck mal hier, ich habe auch einen Rucksack geholt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier nötig ist, aber vielleicht packe ich da einfach alle Snacks rein von ihm, sodass er auch so eine kleine Tasche hat. Ein paar T-Shirts habe ich noch geholt. Krimskrams, ein Ball, den wir echt noch nicht haben. Und sowas hier. Ich habe mir Stiftung Warentest durchgelesen. Der hier hat am besten abgeschnitten. Und deswegen dachte ich, joa, sowas könnten wir vielleicht auch gebrauchen. Okay, alles klar. Ich fange jetzt mal an zu packen. Ach ja. Ich muss noch das Video schneiden, das Ostervideo, was nee, am Freitag online geht. Also, hurtig, hurtig, meine Freunde. Hallo, herzlich willkommen am Kölner Flughafen. Wir warten eigentlich auf den Flug, der hat Verspätung. Und ich habe gestern auch gar nicht mehr gefilmt, weil wir echt unter mega Stress waren. Kam ich gar nicht mehr dazu zu filmen. Aber wir haben alles noch packen können und erledigen können und ja, sind dann heute Morgen schon früh raus. Und jetzt ja, sind wir von Berlin nach Köln und
Jetzt hat der Flug Verspätung ungefähr 3 Stunden und ist natürlich das Horrorszenario, weil ich natürlich möchte, dass Noah im Flugzeug schläft, aber der wird wahrscheinlich sein Mittagsschläfchen hier am Flughafen halten. Das ist richtig kacke. Wir freuen uns natürlich, loszufliegen. Der Noah hat ein bisschen Schnupfen und Husten bekommen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ich habe alles dabei, Hustensaft etc. pp. Also wir freuen uns schon sehr. Mittlerweile ziemlich heiß und er hat sich seine Socken ausgezogen. Das nächste Programm ist ja seine Serien, momentan Peppa Pig, welches wir ja heruntergeladen haben über eine App, also es ist eine Offline-Funktion, und seine Kopfhörer. Dann kann ich nämlich jetzt an meinem Laptop weiter was machen, während wir alle jetzt hier beschäftigt sind. Hallo, wir sind endlich angekommen hier in Tulum, Mexiko. Ich habe gestern Abend, entschuldige bitte, nicht mehr gevloggt. Das ist mein Standardsatz. Ihr hört es von mir bestimmt schon so oft. Aber wir sind ehrlich gesagt so kaputt hier angekommen. Ich bin alle 2 Minuten im Auto noch eingepennt. Also man musste auch dazu sagen, unser zweites Gepäckstück, was wir aufgegeben haben, ist nicht angekommen. Das wird heute Abend kommen. Ganz wichtig, da ist nämlich Noahs Medizin drin. Also ich hatte natürlich einen Teil im Handgepäck, aber einen Teil hatte ich auch aufgegeben. Das ist natürlich scheiße. Und all seine Klamotten sind da drin. Zum Glück habe ich ein Set an T-Shirt und Hose und Windeln natürlich im Handgepäck gehabt. Tipp des Tages, macht das auch. Und ja, wir werden jetzt heute ein wenig Tulum erkunden. Ich denke, ich werde die Kamera auch so ein bisschen mitnehmen. Gestern, ja, nachdem wir gelandet sind, Koffer weg. Und ja, dann sind wir noch 2,5 Stunden mit dem Auto runtergefahren nach Tulum. So sieht's aus. Die Roomtour mache ich später noch. Also hier meinen ganz kleinen Überblick. Jetzt darüber zum Schlafzimmer. Chillig aus. Ich habe jetzt so eine Bowl bestellt. Mm. Willst du auch noch Noah? Mm. Super schön hier. Ui. Katze. Wie macht die Katze? Guck mal da, Noah, ist auch eine Katze. Ja.
so tolle Ecken, wo man so shoppen gehen kann. Wir haben aber jetzt keine Zeit dafür, also muss ich jetzt hier so ein bisschen den Kinderwagen vor mich her schieben. Und wir fahren jetzt nach Hause. Es ist jetzt gerade Mittagszeit. Das ist ein riesengroßes Bett. Wir machen jetzt auch gleich einfach mal Mittagsschlaf. Ne? Wir haben jetzt geduscht, alle Mann. Vorsichtig. Ui. Ein sehr schönes Schlafzimmer mit einem Riesenbett. So ein riesiges Bett hätte ich auch gerne zu Hause. Die perfekte Größe. Wir hängen hier alle noch ein bisschen ziemlich gejacklaggt ab. Kann man das so sagen? Vor allem der hier. Eine kleine Katze. Damit die Mücken nicht reinkommen. Schnell, schnell, schnell. Oh, da muss ich dich aber mal kurz festhalten. Ein Hähnchen. Tüte. Tüte, ja, die habe ich jetzt leider nicht dabei. Ja. Komm, Tüte. Tüte. Ja, hier muss man dich richtig festhalten. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Fang das nicht. Wir gehen weiter. Zu Papa. Ich habe ja ein bisschen Angst oder eine Phobie vor Mücken und dass die mich hier gleich zerstechen. Ja, wir kommen! Deswegen bin ich von oben bis unten eingesprüht. Ich hoffe, dass das irgendwie wirksam ist. Noah, wir müssen jetzt zum Auto. Komm! Wir haben es nach draußen geschafft. Ja, wir sind jetzt hier in einem original mexikanischen Restaurant und ich bin ganz gespannt. Ich habe einen Fisch bestellt und ich habe auch schon Hunger und André hat Enchiladas. Ich bin mir ja nicht sicher, ob das Kind hier mit den Steinen rumspielen kann. Das soll ja hier ein Grab hinter mir darstellen. Aber wir haben ja eine andere Beschäftigung. Und zwar diese Dinge hier. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber zum Stapeln und zum Stecken richtig nice. Die Empanadas mit Queso. Alles, was ich käsemäßig, soll ich essen. Aber André, probier doch erstmal, ob das scharf ist. Ja, dann musst du probieren. Ja, bitte. Nee, das ist nur hart. Scharf, heiß. Ja. Husten, André. Jetzt hat es zu spät aufgenommen. Ich habe gerade Grashüpfer gegessen, ohne dass ich es wusste. Weil im Bild, das ich euch vorher gezeigt habe, hier drin waren Orangenschalen, Orangenstücke, mit irgendwas drüber. Und das waren so Chili-Stücke. Und jetzt gucke ich halt genauer hin. Und es sind Grashüpfer. Aber ja. Super lecker. Ich habe die sogar einzeln gegessen und die schmecken eher so ein bisschen nach frittiertem Fisch. Frittierter Fischhaut, ein bisschen scharf und nussig. Und das hier ist Quesadilla. Und André hat einen Fisch bestellt. Beziehungsweise ich habe einen Fisch bestellt, wir haben uns gerade getauscht.